Vielen Dank, Olaf Henning. Und jetzt habe ich in meiner Aufregung natürlich die Faxnummer vergessen, liebe Zuschauer, damit Sie Ihrem Hansi endlich mal die Fragen stellen können, die Sie schon immer stellen wollten. Also 06131 706185. Ihre Fanfragen an Hansi Hinterseher. Und hinter uns rumpelt es. Das ist der legendäre Bauwagen von dem Mann, der seit 25 Jahren Kinderherzen höher schlagen lässt. Willkommen im Fernsehgarten, Peter Lustig. Danke. Freue mich sehr. Vielen Dank. 25 Jahre ist eine lange Zeit, Löwenzahn. Da sind viele, viele Fragen beantwortet worden. Ja. Tolle, verrückte Sachen vorgestellt worden. Ich finde, am Anfang sollten wir uns erstmal ein bisschen was angucken. Ja, bitte. Dieses Unkraut kennt nun wirklich jedes Kind. Löwenzahn. Und mit ihm Peter Lustig. 25 Jahre lang hat der Mann mit dem verschmitzten Lächeln den kleinen und den großen Zuschauern Gott und vor allem die Welt erklärt. Und er wurde ganz nebenbei auch zum bekanntesten Latzhosenträger Deutschlands. Die Ideen sind ihm in all den Jahren nie ausgegangen. Sicher ist sicher. Ob nun als Ritter im Mittelalter, als Schlangenbeschwörer oder als Hobbyangler, nie blieb er eine Antwort schuldig. Und er erfand so manch Kurioses, wie etwa eine Regenwarnanlage. Was hast du alles gemacht? Die Kinder lieben dich dafür. Über die Regenwarnanlage reden wir gleich, Peter. Du machst eine Sendung für Kinder, warst selber mal Kind, so wie wir alle. Was wolltest du eigentlich von Beruf werden, als du noch klein warst? Auch ich wollte eigentlich Kind bleiben, so ein bisschen. Ja, das ist ja kein Beruf. Gab es einen Traum irgendwie? Nicht? Na, ich bin immer noch ein bisschen, was habe ich mir bewahrt davon? Ja. Ein Traumberuf, ja sicher. Als da ist zum Beispiel Lokomotivfahren, ne? Das möchte jeder Junge mal, habe ich dann auch gemacht. Oder Zeppelin fahren, Flugzeug fliegen. Habe ich dann auch immer. Ja. Das konnte ich alles machen. Für die Sendung. Mein kleiner Sohn, der wird morgen 4, der tendiert gerade Richtung Feuerwehr. Auch nicht schlecht, war ich auch mal drin. Ja. Also, wenn Löwenzahn Geburtstag feiert, 25. Jedes Geburtstagskind darf sich was wünschen. Gibt es noch irgendein Abenteuer, was du gerne mal erleben würdest? Ja, auf dem Mond war ich noch nicht. Also so eine kleine Weltraumfahrt. Aber ich glaube, das ist auch für das ZDF ein bisschen zu teuer. Ne? Könnte sein, könnte sein. Hand aufs Herz, hast du diesen Bauwagen wirklich selbst erfunden und gebaut oder gab es da Kollegen, die geholfen haben? Ja, da hatte ich einen Kollegen, der hat mir damals geholfen. Vor 25 Jahren, natürlich. Ja? Ja, den haben wir zusammengebastelt. Und nie auf die Idee gekommen, irgendwie mal was anzubauen? Nee, der war ja perfekt, so wie er geplant war. Ne? Eine gute Planung musste schon sein. Ja. Wie bringt man einen ganzen Ein-Mann-Haushalt in einem Bauwagen unter? Aber es geht ja. Mhm. Viele haben den, glaube ich, auch nachgebaut. Warum auch nicht? Und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Aber jetzt, so nach 25 Jahren, würde ich mich ein bisschen verändern. Ja, viele fragen, ob du privat, also wenn du nicht als Peter Lustig für Löwenzahn unterwegs bist, auch eine Latzhose trägst. Ja, sicher doch. Die habe ich auch vor Löwenzahn schon immer getragen. Das ist einfach dein Markenzeichen? Ja, ich finde die einfach wunderbar praktisch, diese Hose. Man hat überall Taschen, sie engt einen nicht ein, ja. Und man kann sie auch in verschiedenen Farben haben und so weiter. Wunderbar. Ich habe eine in Schwarz für Beerdigung und Hochzeiten und so. Ja. Gut, schau mal. Hier unten hocken 30 Kinder vor 30 Metern unbemaltem Papier, wobei die ersten Striche entstehen gerade sich. Ja, denn die schon. Malen was für dich, Peter. Zum Geburtstag das längste Gemälde der Welt, 30 Meter gemalt von den Kindern. Ja. Und ganz am Ende der Sendung wird es hoffentlich fertig sein. Und dann kannst du das mal in den Bauwagen, kannst es ja nicht hängen, aber vielleicht außenrum rumwickeln. Ja. Das wäre doch was, oder? Das längste Bild der Welt, genau. Wie ich das so sehe. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ich besuche dich wieder in deinem Bauwagen und du zeigst uns nochmal die Regenwarnanlage. Und wir reden noch so ein bisschen über Löwenzahn. Erstmal danke für die erste Runde. Gut. Danke, Peter. Danke dir. Auf den Peter Lustig können sich die Kinder verlassen. Überhaupt ist es im Leben wichtig, liebe Zuschauer, dass man sich auf jemanden verlassen kann, sonst ist man nämlich verlassen. Das findet auch mein nächster Künstler, Count on Me singt er, das heißt so viel wie Zähl auf mich. Herzlich willkommen, CB Green. Nino D'Angelo, wie der Wind und wie Peter Lustig müsste man sein, liebe Zuschauer, dann würde man die verrücktesten Maschinen erfinden. Zum Beispiel diese hier, die Regenwarnanlage. Löwenzahn, liebe Zuschauer, feiert 25. Geburtstag, deswegen hat sich Peter heute zum Fernsehgarten Zeit genommen, ist mit seinen ganzen Utensilien zu uns gekommen. Und jetzt musst du mir als blonder Moderatorin diese Maschine erklären, Peter. Ja, das ist ganz einfach. Naja. Eine überaus wichtige Erfindung, die Regenwarnmaschine.
braucht keinen Strom, keine Batterien. Die Energie habe ich vorher schon reingesteckt, indem ich den Luftballon aufgeblasen habe. So, die Energie kommt gleich wieder raus. Ne? Nämlich, stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier im Garten, lesen ein gutes Buch. Ja. Jetzt könnte doch plötzlich eine Regenwolke kommen. Da müssen Sie gar nicht drum stören. Dann regnet es hier hinein, hier ist schon ein bisschen Wasser drin. Ja. So, und dann regnet es und regnet es. Ich mache hier mal den Hahn ein bisschen auf. Und dann wird das Wasser langsam, aber sicher da hineinlaufen. Es regnet und regnet. Die Maschine wartet noch, schlau wie sie ist. Aber wenn es dann wirklich genug geregnet hat, dann wird die Sache nämlich kippen. Und jetzt. Und der Schirm springt auf und der Peter Lustig wird nicht nass. Ja. Nicht? 25 Jahre Löwenzahn. So einfach. Gleich stellen wir noch Heinrich den Bär vor. Und auf der Rückseite des Wohnwagens gibt es eine traumhaft schöne Dusche, Peter. Das machen wir gleich. Vorher gibt es aber hier bei uns das, ja, ich muss sagen, Traumduo der deutschen Musik. Wir Erwachsenen kennen den Titel noch von Frank Sinatra und seiner Tochter Nancy. Die etwas Jüngeren haben Robbie Williams zusammen mit Nicole Kidman erlebt. Und hier bei uns im Fernsehgarten fragen sie jetzt, was kann ich denn dafür? Und sie, das sind Lena Valaitis und Hansi Hinterseher. Ab 999 Euro sind Sie mit dabei, liebe Zuschauer. Alle Infos unter den eingeblendeten Adressen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da Ende November in Las Vegas sehen. So, jetzt gucken Sie sich das mal an. 30 Meter, fabelhaft gemalt von Kindern, denn der wunderbare Peter Lustig mit seiner wunderbaren Sendung Löwenzahn feiert Geburtstag. 25 Jahre, Mensch Peter, das ist doch mal ein Gemälde, oder? Ja. Habt ihr ganz toll gemacht. Habt ihr großartig gemacht, so schön bunt. Wer bist du denn? Dara. Liebe Kollegen, macht ihr das Handmikro an? Danke. Die Dara, wo bist du her, Dara? Mhm. Wo wohnst du? Leinhofstraße 30. Hier in Mainz? Mhm. Was hast du denn alles gemalt, Dara? Erzähl mal. Hier ein Baum. Ja, das bin ja ich da, nicht? Ein Fahrrad. Ist das der Peter? Schön getroffen. Ja, aber weißt du was? Ja, stimmt, der hat gar keine Haare. Hast du richtig gemalt? Der hat gar keine Haare. Na, wenig. Sie hat ein paar gemalt. Ein paar hat sie gemalt, genau. Wer bist du? Die Hanna. Die Hanna, was hast denn du gemalt, Hanna? Ich habe ein grünes Blatt mit einer Sonnenblume. Mit einer Sonnenblume. Sehr schön. Drin. Ist gut geworden, gell? Ich sage ja immer, selber machen, kreativ sein, nicht so viel Fernsehen, lieber selber malen. Ja, einfach so. Ist schön. Wo kommt das Bild hin, Peter? Ja, um den Bauwagen rumwickeln. Irgendwie müsste das wohl, rundherum drapieren, ja, ne? Es hat ja seine 20, 30 Meter, nicht? Absolut. Längste Bild der Welt. Wir müssen in das Guinness-Buch. Genau. Also ich würde sagen, wir klatschen mal ganz toll für die Kinder, für dieses tolle Gemälde. Ja. Und wir vom Fernsehgarten, Peter, haben natürlich auch noch ein Geschenk für dich. Ach, eine Latzhose. Man kann davon nie genug haben, die ultimative Fernsehgarten-Latzhose mit Fernsehgarten drauf und dem Löwenzahn. Und am Ende musst du noch ein Geheimnis verraten. Ist denn der Löwenzahn nun wirklich deine Lieblingsblume? Ja. Ja. Ja, muss ich schon so sagen. Lass mal gerade mal so stehen. Ja. Sie kann mal so und mal so sein und das eine Latzhose, endlich wieder meine Latzhose. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen von ganzem Herzen Gesundheit, dass Sie noch viel Spaß haben und grüßen Sie Ihre liebe Frau. Mache ich. Danke Ihnen, Peter. Danke. Und jetzt gibt es natürlich auch noch den richtigen Geburtstagssong, den Löwenzahn-Song und den singt natürlich so, wie es sein muss, Super Jones featuring Ullmann. Nur für dich, Peter. Schon so lange auf Löwenzahn. Den finde ich so cool, da kommt keiner ran. Ich sehe mir mal alles hier oben an. Da ist immer was Neues bei Löwenzahn. Es gibt so viele Fragen. Peter hat für uns Zeit. Uns die Lösung zu sagen, ist für ihn eine Kleinigkeit. Hey, schalt mal an, alle lieben Löwenzahn. Peter ist der Mann mit dem Plan. Hey, schalt mal an, alle lieben Löwenzahn. Das haben deine Hände schon getan. Warum bohrt ein Bohrer und was ist Strom? Und wann
treffen Bläser den rechten Ton. Wo kommt die Milch her? Das ist Mohn. Und wie funktioniert so ein Telefon? Es gibt so viele Fragen nach dem Wie und Wieso. Peter kann es dir sagen, mach doch mit, du weißt schon wo. Hey, schalt mal an, alle lieben Löwenzahn. Peter ist der Mann mit dem Plan. Hey, schalt mal an, alle lieben Löwenzahn. Das haben deine Eltern schon getan. So, jetzt mal eure Hilfe. Alle Hände bitte, kommt! Der Mann mit dem Plan. Hey, schalt mal an, alle lieben Löwenzahn. Das haben deine Eltern schon getan. Peter Lustig hat den Plan. Alles Gute, Löwenzahn. Der Peter Lustig. Was für ein schönes Kinderprogramm. Löwenzahn, 25. Geburtstag.